Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir sind wieder in einem vorgestellt. Und zwar ist es Voxel Tycoon und wir sind in der Vorschau Nummer 4. Haben letztes Mal, glaube ich, noch einen LKW gekauft, der nach, wie hieß das, ich weiß es nicht, guck's lieber nach, Gefräß unterwegs ist. Und ja, da wollen wir dann weiter anknüpfen, gucken, dass wir Geld haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach dem Intro. So, das ist das Städtchen hier. Jetzt müssen wir nur gucken, wir hatten letztes Mal hier noch einen Wagen gekauft. Wie viel haben wir denn? 27.000. Man könnte schon wieder einen Wagen kaufen, würde ich sagen, ne? Ja, und da müssen wir mal gucken, dass wir Geld zusammenkriegen. Ja, wir hatten ja, hier ist Eisenerz, das wird auf Dauer. Hier ist es, das war Kohle, glaube ich, oder was? Hier war, glaube ich, Eisenerz, das wahrscheinlich schon weg ist. Nee, doch, da ist die Bude noch. Wie viel muss man denn bezahlen? Verhindert die Schließung. Aber wenn ich jetzt 24 hier reinpumpe, 156 Tage verbleiben da noch, bis das geschlossen wird. Aber ich kriege es definitiv nicht hin, hier das anzubinden, ne? Ich müsste die Straße, ja, ist die Frage, wie weit ist es denn hier hin? Aber das ist ja nicht mit der Straße nur getan, ne? Ich muss ja auch ein Depot noch da hinsetzen. Ein Terminal. Das Terminal kostet mich schon 20.000. Das könnte ich gerade bauen. 156 Tage waren das da gerade, ne? Jetzt haben wir gerade 30.000. Soll ich es wagen? Ich würde jetzt das Ding auch so weit wie möglich nach hier bauen, um Straße zu sparen, oder? Ist es besser nach da? Ne, ich glaube... Wie viele Felder sind denn das hier? Also 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 8, 8 große Kästchen. Bis zu der Straße 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wollen wir nicht reden? Dieses Stück ist definitiv kürzer. Und hier, aber warte mal, wir hätten das Terminal dann. Aber dann haben wir noch lange nicht die Industrie, die das aus der Erde holt, ne? Was kostet die denn noch? Ja, die kostet schon alleine 48. Das wird nichts. Sägewerk, Kohlemine. Ja, was machen wir da? Jetzt haben wir 29. Jetzt die Frage. Oh, wir sind... Ne, jetzt ist pausiert, okay. Hier geht's schneller. Ich mach mal auf Stufe 2. Jetzt ist wirklich die Frage, wird es... Verhindert die Schließung. 24.000. Tage, 149 Tage, ja. Wir haben jetzt 37.000. Hier unten hatten wir die Kohlemine, ne? Da könnten wir auf jeden Fall, wenn ein Fahrzeug abziehen, ne? Dass wir dann liefern mit einem Fahrzeug erstmal. 34.000. Aber die 48 müssen wir erst haben. Können wir noch Kredit aufnehmen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, wir können noch. Jetzt können wir nicht mehr. Jetzt haben wir 84.000. Ich glaube, ich probiere es, ey. Es wäre zu schade, wenn das zumacht, oder? Kann man da irgendwo was sehen? Ist das... Nee. Zack. Terminal. Terminal ist hier. Terminal geht auch noch da. Zack. Und Straße bauen. Okay, da ist das Geld dann wohl alle. Bauen mal so. Oder vielleicht war auch nicht das Geld alle.
So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall, Geld ist gerade an der Kante. Das bedeutet, wir müssen ein anderes Fahrzeug jetzt nehmen. Jetzt muss ich das Fahrzeug noch kriegen, ne? Also das war es gerade nicht. Jetzt sind die gerade beladen. Das ist ein Holz-LKW. Ja, jetzt sind sie gerade auch alle unterwegs, ne? So, das muss jetzt ändern. Bearbeiten. Wegschmeißen, wegschmeißen. Halt hinzufügen ist jetzt hier. Laden voll und bringt das nach, ja, hier nicht, ne, weil da ist noch kein Depot, aber ich glaube hier. Halt hinzufügen, der Laden, nee, Quatsch, falsch. Halt hinzufügen, der Entladen. Entladen voll, wenn das geht, weiß ich nicht. Und los geht's. Anne, jetzt warte auf komplette Ladung. Kamera mitfahren. Okay, ne, mitfahren ist doof. Fahrzeug folgen. Jetzt sag mir nicht, hier kommt nichts an. ...58/58. Verfügbar zum Verladen. Und er hier? Laden, Melderichstadt Abzweig. Ist hier richtig. Antrieb umschalten? Ne, ich glaube, das war schon richtig, oder? Warte auf komplette Beladung. Ja. Nee. Das war jetzt nicht so dolle. Nochmal weg. Unternehmen an Events, ja, ich weiß. So. Der dahin. Laden. Vollladen. Fertig. Dann halt hinzufügen, der war da oben. Heubach, entladen. Das Fahrzeug steht da noch. Es passiert aber nichts. Kohle. Sag jetzt nicht, es gibt... Ah, da, Erz. Jetzt passt's. Okay, der flitzt mit dem Erz dahin. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir gucken. Das war die Erzmine, die andere, ne? 105 Tage. Die ist... Ach so, hier unten war die. Oder? Ja, hier unten war die. Die ist hier. Dafür brauchen wir aber so ein Terminal noch. Und der Laden ist da. Und 20.000 wären hier. Wenn das klappt, ne, dann machen wir das gerade. Das Terminal da noch hingebaut. ...16, 17, 18. Ja, 98 Tage verbleibend. 17.500, 17.000, 18.000, 19.000. Jetzt muss es gleich kommen. Ja, jetzt ist es schon grün. Ich
Ich würde aber gerne noch ein bisschen warten, bis unsere Zahl so ein bisschen höher ist, weil sonst sind wir nachher bankrott, da haben wir auch nichts gewonnen. Ne? Ich könnte sogar Geld wieder leihen, sehe ich schon. 24 sind's. Ja, das Geld geht gerade wieder ein bisschen runter. Irgendwas müssen wir gerade abliefern, damit das Geld wieder stimmt. So 22. Ich leihe auch noch was. Dann haben wir genug. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir noch ein Fahrzeug kriegen vielleicht. Da ist die Garage. Kaufen. 25. Geht. 25. Ich muss ein bisschen warten, bis wir ein bisschen mehr Geld haben. Ich möchte nicht pleite gehen. Jetzt sind nämlich nur 23. Jetzt kann ich es wieder kaufen. 26. 28 will ich sehen. So, dann kaufe ich's. Halt hinzufügen. Nee, da war falsch. Da ist richtig. Laden. Und nee, das war hier unten. Wo war es jetzt? Hier. Entladen. Details. Ach, Auto war da. Okay. Und fahren. Und folgen. Den machen wir zu. Den folgen wir gerade. Er kriegt eine Ladung. Das ist gut. Eisenmine fördert hier, das ist auch gut, brauchen wir nicht drüber nachdenken. Kann weg. Melderichstadt hat genug Ware, ist auch gut. Hier ist irgendeine Statistik mit den Krediten, die wir jetzt gerade nicht brauchen. Oh, wir sind gerade gleich im Minus. Ah, jetzt kommt gerade wieder was in der Kasse. Hier ist schrecklich. 78 Tage. Ich glaube, das war aber dieser hier, ne? Finden, okay. 76 Tage. Jetzt müsste es ja eigentlich wenigstens anhalten, oder? Auf jeden Fall wird es langsamer werden. Schon weg. So, das bedeutet, wir müssen jetzt schauen, dass wir Fahrzeuge kriegen, die da auch noch drauf kommen, ne? Jetzt lassen wir gerade gucken, die zweite Erzbude da. Wann geht die denn Konkurs? Oh, 48 Tage noch eher. Ja, da müssen wir schauen, dass das klappt. Dafür müssen wir Fahrzeuge kaufen. Kredit können wir gerade nicht aufnehmen. Ja, wir kriegen peu à peu Geld rein, aber noch nicht so, wie ich es mir vorstelle gerade. Zehntausend haben wir jetzt, 11.000, 12.000, 13.000. Die Kiste kostete 25, oder? Ja. 14.000. Wenn wir den Kredit kriegen, dann nehmen wir den. Zehntausend fehlen noch. 40 Tage nur noch. Wie ist denn die Abdeckung hier mit den anderen hier? Die Kohlebude hier. Ich glaube, wir nehmen da noch gerade ein Fahrzeug von runter und bearbeiten das. Schmeiß das mal alles weg. Halt hinzufügen. Wo ist das Ding? Weiter nördlich. Hier. Laden. Voll. Und fährt nach da oben schnell. Halt hinzufügen. Der da. Entladen. Details. Keine Kohle, sondern Eisen.
und fährt, oder? Verfolgen wir den gerade? Der holt schon. 32 Tage da noch. So, der Preis hier unten ist mit 24.000 ziemlich hoch. Das klappt vielleicht. Also der geht nicht zu hier, das Heizkraftwerk. Auch wenn wir da noch ein Fahrzeug runtergenommen haben. Ich will hoffen, dass jetzt hier die 30 Tage steigen. Sie fallen aber, ich glaube, langsamer. Obwohl die 52 Tage sind hier schnell gefallen. Aber jetzt kommt er an. Ne, der geht immer noch runter. Na, hier sind sie 16.000 jetzt runter. Verhindere die Schließung. Zwei sind nur im Lager. Er steht, meine ich, oder? Wie sieht es mit dem Geld aus? Können wir es leihen? Nein, können wir nicht leihen. Es geht auf jeden Fall langsamer runter, meine ich. Ist ja auch schlecht hier, die Versorgung, ne? Sieht die Versorgung hier aus? Da steht noch nichts, ne? Wenn da jetzt gleich einer wegfährt, dann kommt der und den nehme ich noch auf die andere Route, bis wir Geld verdient haben, ne? Der fährt weiter, der ist gar nicht der Richtige. Hier, der ist der Richtige. Gut. Liefert ab. Bearbeiten. Löschen, löschen, hinzufügen. Den nehmen, laden, voll, halt hinzufügen. Wo ist er? Hier. Und entladen, Details. Das fährt. So, 38 Tage, 15 Tage. Können jetzt aber noch ein Fahrzeug kaufen. Das kann ich auch so kaufen, ohne dahin zu gehen. Geld muss jetzt sein, ist egal. Fahrzeug ist da. Hinzufügen. Den laden. Voll. Halt hinzufügen. Und wer geht zuerst, Leute? Der da oben. Vielleicht schaffe ich den ja noch aufzuhalten. Entladen und Start. Ich hoffe, der lädt das Richtige. Folgt dem mal. Ja, er lädt das Richtige. Okay, das Rennen gegen die 9 Tage. Im Lager sind 4, ne? So ist nicht. Hier sind 31 Tage. Sag nicht, dass das Ding ist jetzt gerade zugeploppt und ist nicht mehr da. Ne, das war Unternehmen gegen Bankrott. Ja, schade, ne? Das bedeutet, die, die jetzt hier reingefahren sind, kann ich bearbeiten. Halt hinzufügen. Der da. Und laden, voll, halt hinzufügen und nach da oben fahren und entladen und Details passt. Okay, den kannst du zumachen. 6 Tage noch. Anlieferung ist schlecht hier. Der fährt aber, ne, oder? Wieso fahren die alle so langsam? Hm. 4 Tage verbleiben, bis bankrott ist. Zweites Fahrzeug schnell noch geholt. Wo ist denn hier bearbeiten? Ach, sind wir schon drinnen, ne? Laden. Voll. Halt hinzufügen.
Insolvenz vermieden. Okay, den einen haben wir wenigstens geschafft. Und entladen. Gut. Details ist richtig, ne? Ja. Wo ist er jetzt? Okay, der fährt jetzt hier noch voll durch die Gegend. Hat gut geklappt, ne? Könnte ich dem jetzt sagen, mache erst das Ziel? Ich weiß aber nicht wie. Schade. Ist aber so. Okay, die Insolvenz bei dem Einladen haben wir jetzt vermieden, weil durchschnittlich hier läuft. Wir haben gerade 9.900 auf dem Konto, das geht. Ne, das wollte ich nicht. Da finde den Dingens und der ist da weg. Ja, okay, das ist dann erledigt. Heizkraftwerk ist schlecht, müssen wir in den Augen behalten dann. Dieses Fahrzeug ist jetzt was für eins? Also, der bringt auch Eisenerz dahin. Ja, jetzt haben wir die zwei umgeswitcht. Ja, dann müssen wir das Heizkraftwerk jetzt beim nächsten möglichen Dingens hier, sag schon, das ist erledigt. Ja, brauchen wir nicht weiter gucken, ne? Das ist jetzt durch hier. Nein, können wir uns nichts mehr. Und Terminals brauchen wir gerade auch nicht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir weiter vorankommen mit unserem Geld. 15.000 haben wir. Hier sieht es jetzt nicht nach einer Insolvenz oder sowas aus. Das ist schon mal gut. Hier ist aber der... Nee, oder war hier ein zweiter Standort? Nee, Gefräß war nicht der zweite Standort. Hier ist jetzt gar nichts mehr, glaube ich, oder? Nur noch das und wir haben ein Lagerhaus, was umsonst da ist. Was möchte denn so ein Dorfbewohner haben? Gemischt. Nachfrage. Bedarfsgrenze 1 von 2. Nachfrage ist so, aber es gibt hier nichts. Da muss man mal gucken, was der Bürgermeister sich da einfallen lässt. Und ich hoffe, der baut in der Nähe meines Depots, sonst haben wir ein Problem da. Ja, hier ist alles im grünen Bereich. Also grün ist was anderes, ist klar. Aber es läuft erstmal, ne? Hier ist jetzt die Versorgung gut. Hier ist die Versorgung schlecht. Jetzt müssen wir gerade gucken beim Kohlekraftwerk, Heizkraftwerk. Ist die Versorgung schlecht. Ja, ich denke mal, das machen wir in der nächsten Runde. Da gucken wir noch eine Vorschau weiter auf jeden Fall. Wir sind ja gleich mit dem Geld so weit, dass wir den nächsten Wagen kaufen können. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.